Das ist der Bildungsvideopodcast der evangelischen Erwachsenen- und Familienbildung aus Baden und Württemberg. Mein Name ist Oliver Streppel und ich bin heute Ihr Moderator. Thema Blended Learning, und dazu habe ich ein Interview geführt, und zwar mit Katina Tietke. Die ist bei der LEF Landesreferentin. Die LEF ist eine Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten in Württemberg und hat als Landesreferentin einen Blended Learning Kurs erstellt und durchgeführt und kann so einiges uns berichten und aus dem Nähkästchen erzählen. Hallo Katina, schön, dass wir uns hier in der Bibliothek getroffen haben. Schön, dass du die Zeit genommen hast, uns ein bisschen über deinen Blended Learning Kurs zu erzählen. Und bevor wir da jetzt aber genau einsteigen, würde ich gerne von dir wissen, was genau machst du eigentlich bei der LEF? Was bist du? Ja, also schön, dass ich da sein darf. Und ich bin pädagogische Referentin der LEF. Das heißt, ich bin zuständig für die Qualifizierung von unter anderem von Kursleitungen im Eltern-Kind-Bereich. Okay, und da gab es ja im Prinzip schon einen Kurs zur Elternbildung. Genau. Und Also es gab, wir haben zwei Qualifizierungsreihen bei der LEF. Die eine ist für den Eltern-Kind-Bereich für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Das nennt sich LEFINO. Also das ist so ein Kurs, der meist über ein Vierteljahr geht, manchmal auch über ein halbes Jahr, und Eltern mit ihren Babys eben teilnehmen können. Und da bilden wir praktisch die Kursleitungen aus. Und die andere Qualifizierungsreihe ist die Eltern-Kind-Qualifizierung. Da geht es einfach um Kurse mit Eltern und ihren Kindern, aber mit älteren Kindern, also von 1 bis 3 Jahren. Okay, und ihr habt jetzt einen Blended Learning-Kurs gemacht. Genau, die zwei Qualifizierungsreihen sind ganz unterschiedlich. Die eine, die Eltern-Kind, geht nur über 5 Bausteine, wo die Kursleitungen dann qualifiziert werden. Und LEFINO, um den geht es jetzt auch heute, das ist unser Blended Learning-Kurs mittlerweile, der war über 10 Bausteine, also immer samstags, und es ging über ein ganzes Jahr. Also eigentlich so in der Regel einmal im Monat gab es eben einen Baustein, und die Kursleitungen haben, es war ein geschlossener Kurs, und die Kursleitungen haben sich dort getroffen und eben ganz zu unterschiedlichen Themen gearbeitet mit auch unterschiedlichen Referentinnen. Diesen Kurs habt ihr jetzt als Blended Learning Kurs umgebaut, und da gibt es natürlich jetzt ein paar Fragen dazu. Also die erste wäre, wie aufwendig war es jetzt für dich, diesen Kurs, der ja aus dem Seminar quasi herauskommt, so einen Blended Learning Kurs umzubauen? Ja, also das war schon aufwendig. Wir haben uns da zusammengesetzt und ein Team gebildet, weil wir eben gesagt haben, es ist einfach wichtig, dass wir die Qualifizierung, die jetzt über ein Jahr ging, umstrukturieren, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben nicht so viele Kursleitungen mehr, die da bereit sind, auch sich über ein ganzes Jahr zu verpflichten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die ein bisschen entschlacken und einfach, unsere Themen wollen wir wollen ja nicht an Qualität verlieren. Das heißt, unsere Themen müssen wir trotzdem unterbringen, und in was für einem Format geht es dann? Und haben dann eben gesagt, okay, wir versuchen ein Blended Learning Format aufzubauen, um eben diese beiden Elemente zu verbinden. Dieses digitale, neue und die Vorteile davon eben mit der Präsenzveranstaltung. Und dann waren wir ein Team aus 4 Damen, die sich da unterschiedlicherweise damit beschäftigt haben, und haben dann eben versucht, den Kurs neu zu strukturieren. Und was ist jetzt konkret der Vorteil für die Teilnehmenden oder Teilnehmende? Also wir sahen den Vorteil darin, dass wir eine Zeitersparnis haben. Jetzt geht der Kurs nur noch ein Vierteljahr. Davor war es so, dass wir eben ein Jahr hatten. Und der zweite Punkt ist, dass die Teilnehmerinnen immer wieder gewünscht haben, dass sie Familie und Beruf besser verbinden können und eben auch dadurch selber sich die Zeit einteilen können beim Lernen. Und wenn ich halt irgendwie diese 10 vorgegebenen Termine habe, geht es nicht. Aber da beim Blended Learning konnte ich natürlich dann meine Zeit selbst einteilen. Und es kam auch als Rückmeldung, dass das wirklich gelungen ist, dass durch diese Online-Bausteine, die wir dann erstellt haben, einfach eine freie Zeiteinteilung möglich war.
Und noch ein Punkt war, dass die Teilnehmerinnen auch ganz unterschiedlich waren. Da gab es eben welche mit viel Vorkenntnissen und manche, die relativ, halt einfach noch nicht so viele Erfahrungen auch hatten. Und die einen haben dann immer gesagt, oh, das habe ich im Studium alles schon gemacht. Und die anderen haben es aufgesaugt. Und jetzt können einfach die schon mehr Erfahrungen haben und ein großes Vorwissen, die können einfach so schon vertieft einsteigen und müssen nicht nochmal so dieses Ganze mitmachen, sondern können sich dann einfach individueller auch informieren. So kann jeder seinem Lernstand entsprechend praktisch sich seine Infos holen. Cool. Und wie viele Hürden hattest du vorher oder wie aufwendig war das für dich, Kurs umzubauen? Ja, das war ein ganz großer Punkt am Anfang. Also wir hatten eine Vorlaufzeit von ungefähr 1,5 Jahren und haben uns dann auch so einen Plan gemacht, wann soll der Kurs starten und ja, wie kann es funktionieren. Wir haben schon auch einige Treffen gebraucht, bis die Struktur stand, bis die Finanzierung stand. Und die große Hürde war die Technik. Also was für ein System benutzen wir, um diesen Kurs überhaupt dann aufzulegen? Und was für ein System benutzen wir, um unsere Bausteine zu machen? Und da hatte keiner von uns so richtig Ahnung. Das heißt also, es war dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache dann noch eine Fortbildung dazu, damit einer fit ist. Und so haben wir es dann gemacht und das war schon sehr zeitaufwendig. Also ich habe wirklich sehr viel auch an Freizeit und an Nachtarbeit reingesteckt. Ja, also das würde ich sagen, das war so die größten Hürden, einfach die Zeitressource und die technische Aufwendung. Okay. Und spiegelt sich der Aufwand jetzt in den Anmeldezahlen wieder? Also hat sich das Ganze gelohnt für euch? Also die Anmeldezahlen sind, würde ich jetzt sagen, ungefähr gleich wie vorher. Nur haben wir es, also das war jetzt ja die erste Auflage, die wir jetzt hatten. Die startete jetzt im März 2019 und ging dann bis Juni. Und da war es so, dass wir eine Anmeldezahl von 9 Teilnehmerinnen hatten. Wir hatten so die vergangenen Jahre auch schon mal 12, aber so, also um den Dreh rum war gut. Haben wir jetzt auch nicht mehr erwartet. Aber was der Vorteil daran war, wir hatten viel weniger Ausfallzeit. Also sonst hatten wir immer, der eine hat den Baustein verpasst, der andere hat den Baustein verpasst. Und diesmal waren wirklich alle da. Wir haben es so umstrukturiert, dass wir 2 Präsenzwochenenden hatten, einen Präsenztag und der Rest waren Online-Bausteine. Und es waren wirklich alle Teilnehmerinnen immer da. Da hat man gemerkt, die hatten eine totale Motivation. Und die Rückmeldung war mir jetzt einfach, also die war mir unglaublich wichtig und hat eigentlich auch schon alles entschädigt, was wir jetzt an Zeit reingesteckt haben, einfach weil die wirklich sehr, sehr positiv war. Und genau die Punkte eben auch zur Sprache kamen, eben diese freie Zeiteinteilung, die gute Vereinbarkeit mit Familie und Beruf und auch dieses vertiefende Lernen. Also wir haben ganz viele Links, bei denen man dann natürlich einfach weiterklicken kann und das hat den Teilnehmerinnen sehr gut gefallen. Und hat es dir persönlich Spaß gemacht, diesen Blended Learning Kurs zu bauen? Ja, also ich hoffe, dass du das jetzt gemerkt hast schon in unserem Gespräch, dass ich dafür brenne. Also das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich arbeite auch gerne am Computer und ich arbeite gerne kreativ am Computer. Also diese Bausteine, die ich letztendlich erstellt habe, immer im also fachlich war es so, dass die Referentinnen mir das Material geschickt haben und gesagt haben, das und das und das muss auf jeden Fall rein. Und ich habe es dann als Online-Baustein umgebaut. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann auch zu sehen, dass es ankommt und dass die Teilnehmerinnen Spaß wieder mit diesen gebauten Bausteinen hatten. Also da habe ich einfach gemerkt, ja, das war didaktisch wohl so aufgebaut, dass es wirklich Spaß macht. Das ist einfach toll, ja, und das gibt einem dann schon das Gefühl, okay, also das ist der richtige Weg. Okay. Und wird es nochmal so einen Kurs geben? Ja, wir haben jetzt den neuen schon geplant, also der Levino-Kurs, das war jetzt eigentlich, hat mir gesagt, okay, das ist jetzt so ein Pilotprojekt und wir gucken einfach mal. Durch die Übernachtungen ist er ziemlich teurer geworden als davor, was aber die Teilnehmerinnen nicht abgeschreckt hat. Und unser Pilotprojekt hat praktisch Erfolg gehabt. Das heißt, wir haben ihn jetzt schon aufgelegt für nächstes Jahr. Also es gibt ihn wieder ab März.
Und wir hoffen einfach, dass wir es wieder gut durchführen können. Wir haben jetzt ein paar Schrauben noch gedreht, dass es noch mehr optimiert werden kann. Und so denke ich, das ist auch der Vorteil. Also das ist jetzt erstellt und jetzt kann man immer wieder neu nachlegen. Also wir denken gerade noch über einen neuen Baustein nach zur Medienpädagogik. Der steht hoffentlich dann bis März. Aber ja, also an sich ist das System einfach sehr, sehr modern und wir können einfach da jetzt gucken, wie wir es gut ausbauen. Also ich hoffe, dass wir eher noch mehr Kurse so in die Richtung kriegen als, ja. Cool. Ja, dann viel Glück damit auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch und damit zurück ins Studio. Sehr gerne. So viel zum Thema Blended Learning und dem kurzen Interview mit Katina Tietke. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Blended Learning wissen möchten, gerne einfach bei uns melden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.